Der 22-jährige Philipp Riese ist vom Regionalligisten ZFC Moselwitz zum DSC Arminia gewechselt. Der Mittelfeldspieler glaubt, dass der DSC in der kommenden Saison durchaus eine gute Rolle spielen kann, wie er im Gespräch mit dem Westfalen das erzählt hat. Philipp Riese, willkommen bei Arminia. Du hast deine ersten 2 Wochen mit dem DSC rum. Wie sind die Eindrücke, die du bisher sammeln konntest? Ja, auf jeden Fall hervorragend. Also die Jungs haben uns super aufgenommen, wie wir auch schon zur Stadioneröffnung gesagt haben. Die fußballerische Qualität in der Mannschaft ist so groß, dass jedes Training macht einfach nur Spaß und besser könnte es zurzeit nicht laufen. Du hast eine relativ große Umstellung jetzt. Du kommst aus der Regionalliga aus Moselwitz, hast da noch mehr als 20 Stunden die Woche gearbeitet, jetzt zu Arminia in die dritte Liga und Vollprofi. Was ist das für eine Umstellung für dich? Ja, also derzeit komme ich noch damit klar. Mal sehen, wie es noch wird. Also ja, ich selber habe mir das Ziel gesetzt. Wenn ich die Chance habe, in Profifußball zu gehen, dann werde ich die Chance nutzen. Ja, dass es eine Umstellung ist mit teilweise Arbeiten und jetzt gar nicht mehr nur noch auf den Fußball konzentrieren. Ich denke, wenn die Situation so ist, desto erfolgreicher kann man sein. Inwieweit das jetzt mit meiner Person klappt, werde ich selber sehen. Ich hoffe, dass es klappt und halt mal sehen, was die Zukunft noch bringt. Wie siehst du deine Position im Team, also deine Aufgabe vor allem? Ja, also wie der Trainer und Samir mir gesagt haben, ich wurde fürs Zentrum geholt, entweder als Sechser oder auf der Halbposition. Dort auf jeden Fall die Zweikämpfe zu gewinnen, die Bälle schnell wieder zu erobern, schnell nach vorne zu spielen und ja, die schnellen Gegenzüge einzuleiten. Ihr schwärmt alle ziemlich von der Einheit des Teams, Trainerteam, es würde alles super passen, die spielerische Qualität ist da, das heißt eigentlich Arminia kann in der kommenden Saison nur aufsteigen. Ja, wenn das alles so einfach wäre, dann auf jeden Fall. Zur jetzigen Situation kann ich nur sagen, dass einfach die ganzen Faktoren stimmen, dass die Mannschaft stimmt, die Zusammenarbeit mit dem Trainer stimmt. Aber es bringt jetzt auch nichts, alles schön zu reden. Und wenn es dann am Anfang der Saison nicht hinhaut, dann steht Arminia wieder so da wie letzte Saison und das wollen wir alle nicht. Und deswegen heißt es einfach nur weiterhin hart arbeiten und dass wir die Ziele erreichen. Und wenn es letzten Endes dann mit dem Aufstieg klappt, dann wäre es natürlich eine Sensation. Alles klar. Vielen Dank, Philipp. Alles klar.